Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA Online. Und er fällt erstmal irgendwo hin. Wir sind hier zurück in Los Santos heute an diesem wunderschönen. Was ist denn heute? Donnerstag immer noch, ne? Ja. Und. Ja. Es ist ein bisschen siefig heute. Oh ja, es ist ein sehr siefiges Wetter draußen. Es ist Eis. Wir kamen zu spät zur Aufnahme. Ach, alles scheiße. Ja, gestern ist schon eine Folge ausgefallen, weil wir Dienstag nicht aufnehmen konnten. Ach ja, übrigens, meine lieben Freunde der Nacht. Kannst du hier nochmal einladen? Der RealPay hat endlich seine Schulden bezahlt. Boah, Sief, Digga, Sief. Nach 3 Folgen! Sief, nach einem halben Jahr. Also, das finde ich wesentlich schlimmer, aber gut. Das ist der Maßstab. Du musst den Typen nochmal einladen. Der ist weg. Weg. Ja, super. Moment. Weg. Weg. Ole, ole. Ja, sind wir heute wieder hier, so, BO2-Gamer, wir spielen heute ein Rennen, das wir dem BO2-Gamer zu verdanken haben, ja, heute wieder am Start hier, feinste Unterhaltung vom Feinsten. Highway Battle, ein Highway-Rundkurs bis zum Mount Chiliad und wieder zurück nach Los Santos, perfekt für Supersportwagen, wer kommt am schnellsten über den Highway, findet es heraus. So, jetzt können wir uns eigentlich nur fragen, ich gewinne sowieso nicht, jetzt können wir uns nur fragen, wer hat sein Auto besser aufgetunt, der BO2-Gamer oder der Pentagon oder der Lucadora, wie auch immer. Der BO2-Gamer räumt das Scheißding eh ab. Ja, ich glaube auch. Also ich würde sagen, wir starten mal, der kommt eh nicht mehr. Ist eigentlich relativ unfair, aber gut. Ja, starte das Rennen. Starte das Spiel. So. Ja, nehmen wir halt mal einen Adder. Ich könnte auch mit meinem getunten Adder losfahren. Ganz ehrlich, ich finde, der Adder, der ist gar nicht so hoch. Ich gehe auf BO2-Gamer, 2500, wird schon. Sief. Der hat eine schöne Quote. Sief. 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 Crester Sief. Oh Gott, Alter, Sief. Sief. Da kam ein bisschen flachig. Ja, nee. Ja, nee. Dieses verdammte Sief, ey. Das war echt krass. Ich habe vorhin gesagt, die bestellen mir wahrscheinlich ein T-Shirt. Ein Sief-T-Shirt? Ein Sief-T-Shirt. Ah, Sief. Sief, Alter. Ich werde immer die Fresse halten mit eurem Sief. Ein Sief-T-Shirt ist, also, ein Sief-T-Shirt ist Sief. Was willst du machen? Es gibt ja die GTA-Marke. Da, wie sie abziehen. Gell? Das Bier in GTA heißt ja Pisswasser. So, und es gibt da so eine Seite, da kann man dies ein Pisswasser-T-Shirt bestellen. Das werde ich mir holen. Sief. So, wer ist denn jetzt vorne? BO2-Gamer, ja. Nee, halt dich ein bisschen vorne, Marvin. Ich habe auf dich gesetzt. So eine, das war jetzt aber so eine kleine Windschattengeschichte. Ich sehe hier hinten fast gar nichts, ne? Wie gesagt, also war abzusehen. Aber gut. Oh nein, Unfall. Ach nee. Ja, das ist gut. Oh. Ach nee. Oh. Huch. Verdammter Penner! Das war unbeabsichtigt. Ich hab fast einen LKW geknutscht. Achso, ich muss dann noch sagen, ich hab mir ein bisschen Ingame-Geld gegönnt. Ja. Muss ich ja nachher mal zeigen. Habe ich ein paar Autos gekauft. Wie viel? 800.000. Oh Gott. Ja, das geht ja noch. Das ist noch nicht ganz so krass. Ja, doch, GTA ist das neue Abo. Davon habe ich mir dann erstmal eine neue Bude gegönnt, ne? Gegönnt, Alter, gegönnt. Hab mich schon gewundert, wie du es dir auf einmal leisten kannst, in Weasel Plaza zu hocken. Naja, Weasel Plaza gegönnt. Alle dasselbe Haus hier. Richtig. Können wir nachher mal einen Rundgang machen? Wir können auch nochmal, keine Ahnung, neue Klamotten shoppen oder sowas. Hausparty noch her bei uns. Hausparty. Andere mussten dafür hart spielen. Ich bin trotzdem nachher für Hausparty und Klamotten shoppen. Oh ja, ich hab mich hier erstmal festgefressen. Ich auch. Alter, wo seid denn ihr, ey? Ich bin schon beim Militär. Ja, bin ich kurz davor. Eine Passanten-Scheißkarre hat mich gerade festfahren lassen. Immer diese Passanten, Alter. Kennst du diese Passanten? Ich hatte noch keinen Unfall, ne? Ich schon, 2, 3. Alter, was, ey, hier los ist? Ja, auch nicht ich, ja, ich bin der Boss. Wieso fahren hier denn so viele Autos rum? Wie kommt denn das? Warum liegt die bei Stroh rum? Nee, der kam jetzt wieder. Nee, kannst du jetzt nicht machen. Oh. Ich habe übrigens auch heute mal in einer höheren Auflösung aufgenommen. Ich hoffe mal, das funktioniert irgendwie. Ohne dass es laggt. Und so, dass es schön anzusehen ist. Wer will dich denn schon laggen?
Marvin? Der war nicht flach. Wenn wir nachher nicht mehr aufnehmen, ne? Was dann? Schlagen wir ihn zusammen. Schlagen wir ihn zusammen. Ja, ja. Ach, da kommt doch her! Ich hab die Fresse, ey. Fuck, da kommt er ja. Da kommt er ja. Da kommt er ja, der Pisser. Da kommt er ja. Wo kommst du denn her? Ja, von dem Highway. Ich dachte, ich wäre wenigstens noch Zweiter. Aber nein. Ach, nein! Mann. Ja. Dir dasselbe passiert wie mir gerade? Ja. Nur nicht ganz so krass. Was denn passiert? Naja, ich sag mal so, ich bin über eine Leitplanke gefahren und hab dann einen Abflug in See gemacht. Aber Sief, Alter, wow. Sief. Willst du dir eine kostenlose Waschanlage gönnen, oder wie? Halt die Fresse. Davon darf das Finanzamt nicht erfahren. Ja, ist okay. Nee. Weißt doch, wie sie sind, diese Eicher. Guck das hier. Alter, immer diese Autos hier. Also, ich hab dann mal die Hälfte des Rennens geschafft, ne? Nach 3 Minuten. Alter. 3,5. Wie lang ist das Rennen? Das macht mich depressiv. Pani, weil du jetzt bestimmt schon fast bei 3/4 bist. Ich noch nicht mal bei der Hälfte. Marvin steht wahrscheinlich schon vor der Zielgerade, der Mistpisser. Ich könnte mir eigentlich gerade gönnen, mal eben Start zu drücken, um zu gucken, wo ihr seid. Ich kann mir da hier so einen Kaffee trinken oder so. Genau, halt doch mal an der nächsten Raststätte an, die kurz vorm Ziel kommt, hä? Jo, hier ist eine. Ich sag doch, der ist kurz vorm Ziel. Das sag ich doch. Fuck, Alter, jetzt hab ich einen Unfall gebaut, ey. Wenn ihr jetzt kommt, ne, hab ich Arschkarte. Nee, das glaube ich nicht. Nicht nee, so schnell. Sind wir zu weit weg. Ich halt jetzt mal jemanden und guck, wo ihr seid. Also wir sind, also ich bin jetzt in Palomino Creeks oder wie das Nest heißt, warte, ich hab, ne, Paleto Bay. Wieso ja, senden die mir denn jetzt alle Nachrichten? Er hat mir eine Nachricht gesendet. Der Typ. So, ich fahr dann mal weiter, ne, hier kommen wir nicht. Ja. Ne, hier scheint. Hier und jetzt, Alter, was hier los ist. Hört doch mal auf zu hupen. Ich bin auch hier nur. Ich bin doch fremd in diesem Land. Irgendwie macht es Spaß, diese Dinger umzufahren, die auf der. Ja, ne? Diese Dinger. Verstehst du, die Dinger da? Die ja, Dinger! Die wurden auch nur hingesetzt, damit die Leute wie wir sie umfahren. Ja, ist echt so. Diese Pylonen. Ich glaube, es wäre mal wieder Zeit, ein paar neue Rennen zu bauen, oder, Micha? Ja. Ich hatte doch was. Ich hab das Rennen in dem Tunnel gebaut, mit dem LKW, glaube ich. Wir müssen gleich erstmal das schöne Motorradrennen machen. Sief. Reden wir vom Schienenersatzverkehr? Richtig. Schienenersatzverkehr! Alle mir nach! Ist nur ein Spaß. Mal sehen, wer sich heute aufregt, weil ich dich Spast genannt habe. Hey Luca, du bist ein Spast. So, dann wird das auch offiziell haben. Wieso hat sich jemand aufgeregt? Es hat sich jemand aufgeregt, dass ich dir deine 20 Euro zurückzahlen soll. Hast du es nicht gelesen? So. Schreibt mal unten in die Kommentare, wenn euch das dort nervt mit seinem Sief und Spast. Sief! Spast! Spast! Du sagst Sief. Alter, du sagst Sief auch oft genug. Mann. Oh. Weil Sief ist einfach Sief. Sief kannst du. Ich muss sagen, halt mal im Maul. Sief! Ich finde auch Michael Spaß, okay? Bitte mich. Naja. Schreibt mal unten in die Kommentare, dass Marvin kleine Eier hat. Bei dir hat auch jeder kleine Eier, weißt du? Jeder, der nicht deine Meinung teilt, der wird gleich erstmal. Ja. Sowieso, ja? Er sagt zu jedem, er hätte kleine Eier, weil er seine verdecken will. Richtig. So ist das nämlich. Deine zwei Pickelchen da unten. Deine Eier verstecken sich hinter meine, Alter. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ja. Oh ja. Was hätte Dominik jetzt dazu gesagt? Achso, wo ist der Schwarze eigentlich? So, um es mal so auszudrücken. Nur kurz festzustellen, unsere Eier hatten noch nie Kontakt. Wir halten das so fest. Okay. Wobei, wenn man es extra erwähnen muss, ist es meistens unwahr. Also. Sag mal, willst du verleumden, was bei uns war? Ey, halt mal, okay? Ist dir das peinlich? Das wird zensiert. Nö, das ich piep hier nichts raus, das kannst du voll vergessen. Zeig ich euch. So, weil der Henry ein Auto zum Unfall gebracht hat, hab ich einen Unfall gebaut. Tja. Ey, das gibt es doch nicht, Mann, wo seid ihr denn? Hier rasiere ich den Sack, Alter. Bitte was? Nichts. Scheiße, ich bin gleich am Ziel, ne, und ihr seid da hinten am Arsch der Welt, ey. Ja, wir fahren ja auch so schlecht, obwohl ich immer noch Zweiter bin, also ich bin ganz schön stolz auf mich. Mit Marvin habe ich sowieso nicht gerechnet, aber
Ja, Luca, das, naja, spaßt, ne? Spaßt. Spaßt! Mega spaßt! Ich hoffe, ich verfahre mich hier hinten nicht, weil hier ist eine scheiß Stelle, wo du ganz schnell falsch abbiegen kannst. Ja, einmal falsch abgebogen, schon ist alles, naja. Ja, ne? Weiß, wie es ist. And it feels like I am just too close to love you. Das war eine Alex Clare Parodie, demnächst auf Lucadora 2010. Ich hoffe, jetzt sperrt die GEMA unser Video, weil das. Nö, nee, nee, das war zu schlecht gesungen, glaube ich. So, nur Spaß! Bleibst du bitte da? Bleib. Nicht es! Nicht es! Ja, Alter! Das gönn ich dir einfach nicht, das gönn ich dir einfach nicht! Oh Gott! Komm mal hier und schleudern, Alter. Nicht so unsauber. Na, pass mal auf, ja. Gleich knutscht wieder irgendein Auto, weil ich dich kenne. Also noch 2-3 Checkpoints, dann bin ich im Ziel. Ja. Ich hab noch ein paar. Das so, wir haben dann 30 Sekunden Zeit ins Ziel zu fahren, ansonsten kriegen wir nicht mal mehr Kohle. Ich weiß. Ich bin jetzt ein Assi und fahre durchs Ziel, ernsthaft. Boah. Jetzt wäre ich fast hier rausgekommen, Alter. Ich bin genau hinter dir. Das stimmt nicht, das ist gar nicht ich. Oh. 9010. Wegen dir, du Penner! Oh, ich bin schon abgebogen, Alter. Sag ich das doch. Was hast du davon, du kleine Rebe. Einmal falsch abgebogen, du schon. Schon ist alles im Arsch, Mann. Ach, Mann. Hast du mich gerade Snitch genannt, Alter? Nein. Will ich ja hoffen. Ja, schafft man auch Sief. Ins Ziel geschlichen bin ich dank dir. Bin ich nur für dich. Nur für dich bin ich reingeschlichen. Ich nicht. So, jetzt bin ich Dritter. Lohnt sich aber bei der Streckenlänge, glaube ich, trotzdem. Ja, ja. Oh, fast Level 29. Herzlichen Glückwunsch, ich bin Level 51. So. Würdet ihr mal bitte positiv abstimmen? Nö. Nö. Dankeschön. Das jetzige Meister. So, machen wir, was machen wir? Schienenersatzverkehr. Ja, also. Ah, nee, komm, das sehen wir uns für den nächsten. Nein, Folge. Raus hier. Cool. Ja, gut, aber dann. Was machen wir denn diese Folge? Wie viel haben wir denn? Rausgehen. Wir haben 12 Minuten. Wir könnten jetzt noch ein bisschen shoppen gehen. Ah, Luca, lass uns shoppen gehen. Ah. Ja, mal wieder ein neuer Style, neuer Look. Normalerweise sollte ich in meiner Lobby spawnen. Dann lade ich euch mal ein, dann haben wir unsere Ruhe. Nö, nee, lass doch, es ist scheißegal. Also, ein bisschen Gesellschaft, ne? So. Ich spawne sonst wo. Okay, lad mich in eine Lobby ein. Ich bin ja, nicht ich bei dir gespawnt. Das war ein Verkehrsschild. Harry, bist du auf dem Motorrad unterwegs? Ja. Ach, du spawnst auch hier. Dann komm, lass uns mal zu Marvin gehen. So. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen shoppen und in der nächsten Folge gibt's dann schon Schienenersatzverkehr. Vom lieben Lucadora erstellt. Der hat halt viel Verkehr, das kann man so festhalten. Kann man so stehen lassen. Lad mich ein! Ich hab dich doch schon eingeladen, Mann. Sag das doch! Boah, mach deine Benachrichtigung an und halt die Fresse an. Spaß! Ich sind an, ich ignoriere sie nur. Mega Spaß! Weil du mir sonst immer nur Scheißnachrichten schreibst. Ja, aber kein Scheiß. Ich gestehe dir, wenn dann nur, dass ich dich liebe in so Nachrichten. Findest du das etwas scheiße? Ach, jetzt auf einmal willst du es wieder zugeben. Scheiße. Jetzt bist du durch, jetzt bist du durch. Glaub, das ist gemerkt, das ist gemerkt, du Wichser. So. Wir sollten die Aufnahme beenden. Nö, 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 nö. Doch. Nö, nö. Aber bitte vor meinem Satz. Nö, Sief. Also wir könnten auch in der nächsten Folge einkaufen gehen, weil wir haben... 15 Minuten fast. Also gehen wir in der nächsten Folge noch einkaufen und machen auch noch Schienenersatzverkehr. So ein bisschen Verkehr in der nächsten Folge, das passt immer ganz gut. Ich würde sagen, ja, ja. Genau. Das gibt eine Menge Klicks. komm mal aus der Garage raus, wer auch immer da drin ist. Komm raus. Warum? Komm mal raus. Nein, das ist nein, sie. Nein, ich habe keine Haftbomben. Natürlich hast du Haftbomben. Nein, ich schwöre dir, ich habe keine Haftbomben. Wir haben kein Geld für Haftbomben. Ernsthaft.
Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge, weil Marvin ein Spaß ist und der Haftbomben hat. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.